Wo das hier? Erhalten Sie Meilenstiefel. Manchmal bin ich gleich verwirrt hier. Auffällig. Ich dachte hier irgendwas zum Freischalten. Ganz körpervoll. Leer. Nee, 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 nee. Fähigkeiten. Ich denke, wir haben was erhalten, aber es scheint wohl nicht so zu sein. Okay. Oh, frisches Obst und Gemüse. Mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Hier müssen wir hin. Hä? Schädelhöhle, da waren wir schon. Hier. Aktuelles Einsatzziel. Na komm, Wegpunkt setzen. Gehen wir mal langsam raus, ne? Ja. Hunderteinunddreißig von 145 Sammelobjekte haben wir. Okay. Aber das wäre diesen Grab noch mal drin waren, wo wir schon mal drin waren, wo uns auch so ganz schön dämlich teilweise angestellt haben, um die zu lösen. Ne? Wer sich daran erinnert. Ansonsten einfach mal in der Playlist nachschauen. Oder die Playlist von vorne angucken. Dann seht ihr das ganze Let's Play. Oder Gameplay. Moment. Nein. Ich wollte da einsammeln. Na gut. Gibt genug hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die quatschen immer noch. Wo ist er? Unter uns? Sag schon, sind wir da. Der ist ja nicht in der Höhle, oder? Doch, jetzt hier, ja. Komisch, komisch. Okay. Dann gehen wir da mal rein wieder. Wir waren denn gerade da. Und quatschen wollte man das auch nicht. So, wo jetzt? Komm. Zeig mal an hier. Nochmal. Ist hier was Besonderes? Ach das. Der Little Ashley. Ah. Nachdem sie mit Ashley gesprochen haben, ist die schnelle Reise nicht mehr verwendbar, bis die Story-Kampagne abgeschlossen ist. Sie sind bereit, sich Kuchulkan zu stellen. Oh oh. Keine schnelle Reise. Gut, ich meine, das, was wir bis jetzt nicht aufgedeckt haben, ne? Dann lassen wir es so. Das ist ein Punkt ohne Wiederkehr. Warte mal kurz, wir machen. Dauert nicht lang. Dauert nicht lang. Wollen wir mal gucken. Weil, ihr seht ja, hier ist noch so viel. Was noch aufzudecken wäre. Hier waren wir noch nicht, ne? Noch nie. Weiß auch gar nicht. Das war ja in der Stadt, ne? Da ist ein schneller Reisepunkt. Dann könnten wir es ja alles nochmal erkunden, dachte ich zumindest. So, die Region, da haben wir noch Ort unbekannt, okay. 100% abgeschlossen. Man könnte rein theoretisch, ne, wenn man jetzt hier so reinzoomt, zu allen Sachen nochmal zurück und alles nochmal, weil hier Überlebensversteck, ne, oder was ist das? Aus Respekt 4 von 5 Abwehr zerstört, um das alles zu machen, sagen, könnte man jetzt rein theoretisch überall hinspringen nochmal, aber das lassen wir mal, ne? Wobei ich mir sage, das wäre hier interessanter, das hier, dieses Gebiet hier unten rechts,
das nicht da, wo sie gefangen genommen worden ist? Wo sie gefangen war? Das ist der Paititi, so. Hier ist das, ist er mit den goldenen Vögeln, die wir auch noch nicht haben. Aber macht ja keinen Abstrich im Endeffekt, ne? Also hat ja keinen Einfluss auf das Spiel. Dann reden wir mal, ne? Okay. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Heißt es, wir kommen zum Ende des Spiels? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Okay, wir haben 85% abgeschlossen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Oh, oh, das hört sich vielleicht beides? Nach Kampf an. Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Als Scharfschützin? Mit Pfeil und Bogen, ne? Kriegen wir sie dran. Das keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Genau, weil ich das gesagt habe, ne? Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Oh, oh. Jetzt geht er bestimmt wieder los. Wie oft werden wir sterben? Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Okay. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Jo, danke. Machen wir. Versuchen wir zumindest, ne? So, Jonah, geh mit der anderen mit. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Eieieiei, das kann was werden. Hier gibt's auch noch Sammelobjekte. Oh, oh, bleib stehen. Ich will erst mal gucken. Ein Mondfangungsamulett, okay. Da runter. Komm, guck mal eure Karte. Alter. Hier, rote Zone ohne Ende. Oh, oh, oh. Können wir dich da ran? Oder ist das Lava? Irgendwas ist das hier. Das rote. Stadt der Schlange. Aha. Ja, ist ein Vulkan. Also ist das Lava oder was? Würde ich mal behaupten. Okay. So. Na denn. Dann drück uns mal den Daumen, damit wir da anständig hinkommen. Aber hier ist bestimmt Piranhas, oder? Vielleicht gibt's was aufs Geweih. Genau, die Luftblasen. Wir werden mal zwischendurch gucken, ob wir noch... Oh, 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 oh
Okay. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay, aber beeil dich. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, ich gehe wieder mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, sie sind ihre Augen. Verstanden. Okay. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Da lang? Hier ist Cardinal Reed. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Hoch da, komm. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Ach, hört auf. Sie greifen von allen Seiten an. Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ja, ich höre sie schon. Ja, auch.